zwei Hände auf einmal. Wer kennt's nicht? Ne? Wer kennt's nicht? Ach. Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Little Nightmares 2. Auf dem PC, Folge 12. Müsste es sein. Hier waren wir letztens stehen geblieben, jetzt noch direkt weiter. Ist ja wunderbar. Und zwar, ich habe keine Ahnung, ob das so weit passt. Das wäre ein bisschen zu strange, aber irgendwie gerade das Einzige, was ich sehe, und das jetzt natürlich gerade ewig dauert, was jetzt nicht so geil ist, aber wenn wir die Kiste da hinten hinkriegen, ich kann das nicht glauben, dass es das sein soll. Also, aber wir müssen ja irgendwie weiter nach oben kommen. Will der echt, dass man hier standardmäßig dieses Ding hinschiebt? Der Rollstuhl-Scheißer macht nichts. Komm, 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 komm. Ja, komm. Es reicht nicht mal, oder? Also, da ist ja das, was wir machen müssen. Ja, komm. Bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt soweit hätte gesehen. Ja. Stark, das ist es nicht. Okay, dann bin ich lost, glaube ich. Ach, das ist doch hier wieder. Das ist doch Quatsch. Hier kommst du ran. Will er nicht. Gut, will er nicht. Und klar. Das, ja, aber dann, was willst du jetzt von mir? Also, was willst du denn von mir? Sollen. So, so, die Textur wird nicht mehr geladen. Muss ich Wasser anmachen oder so? Um das Ganze hier wegzufluten und dann. Wahrscheinlich, ne? Ach, muss ich die vielleicht einfach hier raufstellen, die Kiste? Das würde vielleicht auch Sinn machen. Oder ändert sich was? Okay. Ach so, okay, ja. Ja. Problem. Ich würde das gerne eigentlich nochmal zurücksetzen, weil wir. Schlecht hinkriegen. Okay, dass er mich jetzt gekriegt hat, war wieder mehr als unrealistisch, aber was soll's. Es ist vielleicht besser. Dass wir die Kiste dann nochmal wegdrehen. Die Kiste ist weg. Ja gut, dann, ja, war mir schon klar. Ach. Ja, wieder schön, dass du das. Was ist denn mit der Steuerung?
Nee, Moment. Mach die Lampe doch an! Ich habe dreimal auf B gedrückt und er macht die Lampe nicht an. Ist der eigentlich behindert? Es kann doch nicht wahr sein. Diese scheiß Steuerung ist so unfähig. Das gibt's nicht. Aber mir ist eh jetzt eine einfachere Lösung eingefallen. Ist viel besser einfach. Ach, die Lampe wechselt nicht. Das ist jetzt viel einfacher so natürlich. Aber das war wieder mehr als, also komm. Eigentlich müssen wir nur den Typen aus dem Rollstuhl holen. Zack. Ah. So, mein Lieber, war nett mit dir, wir können gehen. Oh, interessant, aber mit dem Licht. So, wieder genug Minuten lost gewesen, jetzt können wir weiter. Soll denn das? Okay. Auch mehr als ungut gelöst, ey. Ja, cool. Wer von euch setzt sich gleich wieder in Bewegung? Ja, wow, 5 Leute, fantastisch. Ah, es wird immer besser für eine scheiß Sicherung, ich wollte es ja nur mal sagen. Pff, die kommen von allen Richtungen. Wie willst du das denn jetzt hier? Wie willst denn du das jetzt hier anstellen, Alter? Wow. Das ist stark. Da ist ja noch einer. Das ist jetzt langsam, wird's lächerlich. Also selbst so. Hui, okay, cool, ja. Boah, also. Ja. Ich ja super an dieser Stelle. Jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollen, und ich bin weg. Sind wir hier? Hier ist die Sicherung. Sehr gut. Hi. Na. Okay. Sehr schön. Hat er nochmal länger gedauert. Man dachte.
Nice. Ah, ja. Ah. Jawohl. So, du baust das jetzt ein für mich. Jawohl, wir haben es geschafft, Six. Wir haben es geschafft. So, ist nur später als gedacht, aber jetzt können wir endlich durch diese Tür durchgehen. Und da habe ich echt schon Bock drauf, muss ich ja sagen. Da habe ich Bock. Mein Junge, aber auf das habe ich keinen Bock. Ah, das haben die. So viele Spieler haben das Problem leider. Oh, sie denkt sogar auch an die andere Sicherung. Finde ich super. Dass die Steuerung hier einfach so fremelig ist. So, ich gebe dir sogar die, die näher dran ist. So. Wir können in den Fahrstuhl. Vielleicht will ich aber nicht wissen. Was da kommt, hallo? Es geht ein bisschen weiter runter. Ein bisschen sehr weit runter. Hm? Ja, ist klar. Find ich super. Höre Leute lachen. Nächste fiese Gestalt, die uns umnieten will. So eine Leichenhalle. Überfüllt. Mhm. Gut. Oh. Ach nee, nicht du. Yo. Zwei Hände auf einmal. Wer kennt's nicht? Ne? Wer kennt's nicht? Ach. Okay, bist du groß? Was bis... Nein. Junge, ich war doch gerade das... Ich war doch gerade das gestörte Vieh von Lehrerin los. Ja,
cool. Okay. Na gut. Ach, finde ich super. Die Kreaturen sind einfach nur ein Traum. Warum läuft dieses Ding an der Decke? Ach ja. Der Typ ist sowas von fett. Wo sind wir lang? Hallo? Oh, scheiße. Ach cool, wir müssen irgend so einen Scheiß von da hinten jetzt holen. Jetzt wird's so gemütlich. Sicherlich sieht er mich. Wie soll ich denn gucken, ob er mich sieht? Indem ich vielleicht einfach hier hingehe. Kann ich hier laufen? Ja. Ich brauche irgendwas einfach nur. Nicht das geduckt nehmen. Ja. Achtet gerade auf andere Sachen. Thank you.
Die kommen da einfach rein, super. Ich glaube, den sind wir erstmal los. Auch ein netter Geselle, aber die Lehrerin fand ich definitiv schlimmer. Der Typ ist nicht ganz so krank. Immerhin. Wahnsinn, oder? Ah. Den sind wir allerdings noch nicht. Los. Ich warte nur darauf, dass er seinen Kopf hier gleich irgendwo hinsteckt. Aber Freunde, da es hier speichert, würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann an genau dieser Stelle hier weiter und dann schauen wir mal, was wir mit dem Typen sonst noch so alles gespart haben werden. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.